Herzlich willkommen unter Gottes Wort. Die Bibel, die heute wieder uns erreichen möchte, wie jeden Sonntag, heute ein besonderer Tag. Wie die meisten wissen, fallen viele Gottesdienste aus, so auch hier in der Gnadenkirche. Eine besondere Kulisse hier, leere Reihen. Aber mein Herz ist voll mit einer Predigt, die ich euch weitergeben möchte heute Morgen. Und zwar lautet das Thema, wie ihr sehen könnt, der unsichtbare Feind. Darüber möchte ich einige Gedanken weitergeben, lade jeden ein, dabei zu sein, zuzuhören, von zu Hause, über Instagram, wo auch immer, über die Homepage. Also nochmal herzlich willkommen allen da draußen hier aus der Gnadenkirche, einen besonderen Sonntag, schönes Wetter draußen, darum würden wir uns eigentlich freuen, aber vieles hat sich total geändert in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, in unserem Land, das habt ihr alle mitbekommen, das haben Sie mitbekommen. Deswegen jetzt hier aus dem Wiener Platz 5 aus Villingen einige Gedanken zu dem unsichtbaren Feind. Ich möchte mit einem Bibeltext beginnen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18, wo Paulus schreibt, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So schreibt der Apostel Paulus in diesem Buch, 2. Korinther 4, Vers 18, dass es Menschen gibt, uns, da meint er wir Christen, wir haben den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, also ewig nicht, sondern zeitlich begrenzt. Da gibt es einen Anfang und ein Ende. Aber das Unsichtbare hat eben eine Ewigkeitsdimension. Deswegen wird Gott auch an verschiedenen Stellen der Bibel als der Unsichtbare beschrieben. 2. Korinther 4, Vers 18. Eine weitere Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Kapitel 11 ist dieses Buch über Glaube, dieses Kapitel über Glaube, mit dieser Definition, was der Glaube ist. Und dann kommt in Vers 3 folgender Satz. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Das fragt hier der Schreiber des Hebräerbriefes. Wie können wir Menschen, wie können auch wir Christen, wir Gläubigen verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn, also durch den Glauben, erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung hat in dem, was man nicht sieht. Also alles, was sichtbar ist, hat den Ursprung in dem, was man nicht sieht. Das bedeutet, dass letztlich alles von Gott kommt, der eben der Unsichtbare genannt wird und in der Schöpfung sich zeigt durch das, was er schafft. Insbesondere auch in der Krone der Schöpfung des Menschen. Wir können das sehen, wir können uns sehen, ihr seht mich. Ja, ich sehe jetzt hier nicht viele, ja, aber ihr könnt mich sehen. Und das ist so ein Hinweis, was wir sehen, kommt letztlich, wenn wir alles zurückdrehen, bis an den Anfang der Welt, bis an die Schöpfung, von dem Unsichtbaren. So auch in Hebräer 11, Vers 3 beschrieben. Und das muss man glauben, das ist schwer zu verstehen. Da gibt es ja diese Diskussionen, Evolution, Schöpfung, all diese Dinge. Ich möchte eben jetzt sagen, es gibt einen unsichtbaren Freund der Menschen. Das ist Gott. Dieser unsichtbare Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat, der spricht und es geschieht, der gebietet und es steht da. Gott, der unsichtbare Freund der Menschheit. Und dann gibt es einen unsichtbaren Feind der Menschheit. Das ist der Teufel, der Durcheinanderbringer, der Diabolos, der Satanas, der Aufhalter, der Störer, der Verhinderer. Das ist auch ein unsichtbares Wesen, eben ein unsichtbarer Feind der Menschheit, des Menschen, der Teufel. Und jetzt erleben wir gerade in den letzten Tagen und Wochen, was da geschieht, und wir staunen und wir hängen an den Fernsehern, wir hören in den Radios, wir schauen in sozialen Medien, was sich in Deutschland ereignet, was sich in Europa ereignet, was sich weltweit ereignet mit diesem Virus. Jeder bekommt das mit. Manche freuen sich, wie zum Beispiel meine Kinder zu Hause, die sind happy, die haben jetzt 5 Wochen Ferien. Und die Eltern sind nicht so happy drüber, und an den Schulen und die ganzen Einrichtungen, die Kitas und die Universitäten und all diese Dinge, die Welt steht ein Stück weit still und keiner weiß, wie lange sie still steht und wie es weitergeht, wie die Entwicklung sein wird, auch mit diesen ganzen Infizierungen, mit den Toten, all diese Dinge, ihr kriegt das mit. Deswegen wird hier auch kein medizinischer Fachvortrag kommen, bin auch kein Virologe und Ähnliches. Ich möchte über den unsichtbaren Feind sprechen, und zwar über einen besonderen unsichtbaren Feind eben in diesen Tagen. Und so sieht er aus, ja, dieses Covid-19, diese Geschichte, diese Erkrankung, diese Lungenerkrankung, die sich jetzt so ausbreitet. Menschen werden infiziert, Menschen sterben auch leider. Und es gibt verschiedene Prognosen, wie sich alles entwickeln wird. Und ich möchte einfach ein paar Gedanken so vor christlichen, biblischen, pastoralen Hintergrund, auch als Pastor hier der Gnadenkirche, ein paar Gedanken sagen,
heute jetzt hier in dieser Predigt, an diesem Sonntag, über diesen unsichtbaren Feind. Aber weniger aus medizinischer Sicht, sondern eben aus christlichem Blick, aus biblischer Sicht. Da möchte ich ein paar Gedanken dazu euch weitergeben jetzt. Also einmal erleben wir was, was sich seit dem 11. September 2001 so nicht mehr wiederholt hat, nämlich eine extreme Fixierung auf Medien. Das heißt, die Leute sind ständig dabei zu hören, zu lesen, über die Medien zu verfolgen, was da passiert. Ja, das ist unglaublich, man kann sich dem eigentlich nicht entziehen. Es gibt keinen Tag ohne das C-Wort, sage ich mal. Corona, oder? Dieses Wort taucht ständig auf. Und mir haben Leute erzählt, sie bekommen auch über WhatsApp oder Instagram, Facebook irgendwelche Nachrichten, ständig erzählt, hier schreibt irgendjemand irgendwas. Man kann sich dem nicht entziehen. Und diese Medienberichte haben ein, so empfinde ich es einfach, ein toxisches Ausmaß angenommen. Das heißt, die haben die Macht und die Kraft, Menschen regelrecht zu vergiften. Also das ist, man kommt da gar nicht mehr raus. Ja, man kann quasi keinen Tag ohne dieses Thema verbringen. Man müsste sich dermaßen abschotten von allen Medien. Ja, und deswegen habe ich das so formuliert hier in der Präsentation eben, die Medienberichte bei allen guten Informationen, bei allen sachlichen Informationen, die uns auch helfen, sind aus meiner Sicht, so wie ich das verstehe, haben toxisches Ausmaß angenommen, die können uns vergiften. Ja, und der sagt das und der sagt jenes. Mittlerweile gibt es die tollsten Verschwörungstheorien, die man lesen kann, die man hören kann. Teilweise von wirklich schrägen Typen und Sektierern, teilweise aber auch aus komischen christlichen Kreisen. Zum Beispiel, man wundert sich, warum gerade im bevölkerungsreichsten, noch bevölkerungsreichsten Land der Welt, in China, etwas entsteht, etwas verbreitet wird, gerade von dort, was eigentlich dazu dient, eine weltweite Bevölkerungsreduktion auszulösen. Also da wird gesteuert, die Bevölkerung soll reduziert werden durch diesen Virus, das ist alles abgekartetes Spiel und so. Ein paar Menschen haben das im Blick, solche Verschwörungstheorien entstehen. Andere, die kommen jetzt mehr so aus den in christlichen Kreisen, da hört man dann und liest und verfolgt irgendwelche Prophetien, das jetzt sich erfüllt, was eben in irgendwelchen Texten aus Jesaja steht, was in der Offenbarung steht, Eintritt der Menschheit, jetzt ist es soweit, die Sache ist am Ende. Also ist quasi eine regelrechte Weltuntergangsstimmung. Und wenn Weltuntergangsstimmung herrscht, dann passiert das, was wir teilweise auch erleben, Hamsterkäufe. Die Leute kaufen sich alles Mögliche, sodass jetzt auch hier Toilettenpapier knapp wird, also gibt es eigentlich schon gar nicht mehr, ja. All diese komischen Dinge, die passieren, die Leute haben Panik, manche haben Angst, manche sehen schon überall irgendwelche Leichen, halb Deutschland wird es sterben, all diese Dinge hört man. Und da merken wir, wenn wir uns damit beschäftigen, das ist das Gegenteil von dem, was Paulus mal gesagt hat, wenn du dich mit Dingen beschäftigen willst, dann denke über das Gute nach, was wohl lautet, was aufbaut, was Menschen voranbringt. Aber momentan denken die Menschen etwas ganz anderes nach, die Medien befördern das. Teilweise mit guten Absichten, Informationen, Aufklärung, teilweise mit negativen Absichten, Angst, Panik, Weltuntergangsstimmung. Und wir als Christen sind da mittendrin. Ja, ich habe gestern mit jemandem gesprochen und habe gesagt, es gibt Erdteile, wir beten hier auch häufig für die verfolgten Christen, die keine Gottesdienste durchführen können, aufgrund von Verfolgung. Und jetzt werden auch hier deutschlandweit immer weniger bis keine Gottesdienste mehr durchgeführt, aber nicht wegen Verfolgung, nicht wegen einer nuklearen Katastrophe, nicht wegen einem Krieg, der tobt, sondern wegen einem unsichtbaren Feind, den wir nicht mal sehen. Das Christentum fährt runter, die Veranstaltung findet nicht mehr statt. Das ist unfassbar. Gleichzeitig können wir, Gott sei Dank, über Medien dennoch das Evangelium verbreiten, Predigten hören, Lobpreislieder hören, zu Hause singen. Wir haben viele Möglichkeiten durch die Medien. Das ist also Segen und Fluch zugleich. Es spielt momentan überhaupt keine Rolle, was man glaubt, ob du Christ bist, ob du Moslem bist, ob du Atheist bist, Hindu, Buddhist, völlig egal. Die Feinde momentan, dieser eine unsichtbare Feind, ist derselbe. Das heißt, es spielt auch keine Rolle, wie du lebst, ob du so lebst, wie es die Bibel sagt oder nicht. Der Feind ist der gleiche. Momentan spielen Dinge, wenn wir in die Gesellschaft reinschauen, überhaupt keine Rolle. Wir haben alle Menschen, die jetzt von diesen Dingen betroffen sind, haben den gleichen Feind, stehen dieser gleichen Macht gegenüber und wissen gar nicht genau, was das bedeutet und wo das hinführt. Es geht jetzt nicht mehr darum, ob du viel Bibel liest oder wenig. Es geht nicht darum, ob du besonders heilig lebst oder nicht. Es geht nicht darum, wir hatten es diese letzten Sonntage über Freiheit, welche Freiheiten du dir rausnimmst. Momentan haben alle Menschen, egal was sie glauben und egal wie sie leben, die Aufgabe zusammenzustehen und zusammenzuhalten gegen diesen unsichtbaren Feind.
Und wir als Christen, auch wir hier in der Kirche, als eine der Gemeinden und Kirchen hier in dieser Region, gehören auch dazu. Das heißt, die Botschaft momentan ist eine ganz besondere. Und die möchte ich einfach weitergeben an diesem Vormittag und uns fragen, was ist unser Auftrag als Christen? Was ist dein Auftrag als Christ? Das ist die Frage. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt eigentlich? Ja, ich habe es hier nochmal ganz, ganz pointiert gesagt. Was ist dein Auftrag als Christ jetzt, heute? Ja, für mich ist es völlig ungewöhnlich. Ja. Absolut nie erlebt. Andere haben mir gesagt, wie Sonntag kein Gottesdienst, was machen wir denn jetzt? Wir können nicht einfach lange schlafen, das ist einfach normal. Man geht in die Gemeinde, so wie sie es gehört, so wie sie die Bibel auch kennt, das ist auch gut. Aber jetzt geht das nicht, das ist quasi verboten. Türen sind zu. Kein Gottesdienst. Verrückt, was ist unser Auftrag jetzt? Was können wir jetzt tun? An diesem sonnigen Sonntag, der eigentlich so schön aussieht draußen und dennoch ist die ganzen schlimmen Nachrichten, die wir immer wieder hören. Was ist der Auftrag? Ich möchte dir einfach ein paar Punkte sagen und es geht dann schon in Richtung Endspurt der heutigen Verkündigung. Das erste ist ganz wichtig und da sind wir voll auf der Linie unseres Hauptes, des Chefs der Kirche Jesu weltweit, des obersten Leiters der Kirchen der ganzen Welt, welches nicht der Papst ist, sondern Jesus selbst. Erstens, fürchte dich nicht oder keine Panik, keine Angst. Angst und Panik sind immer ganz schlechte Ratgeber und noch schlechtere Führer. Also wir folgen nicht diesen Angst- und Panikmache-Nachrichten, sondern wir haben einen anderen, der uns zuruft, auch heute, auch morgen, auch die nächsten Wochen. Ja, wir werden ja auch als Gnadenkirche in diesem Monat keinen Gottesdienst mehr haben. Das hat es noch nie gegeben. Das ist unfassbar. Ja? Die ganzen Gottesdienste waren überfüllt die letzten Sonntage und jetzt ist nichts mehr, null, nichts. Verrückt. Man könnte Angst bekommen, aber die Botschaft lautet, keine Angst, fürchte dich nicht. Jesus sagt das so oft und jetzt sagt es zu uns. Ich weiß nicht, ob du Angst hast. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, aber es ist mir egal und es wird schon wieder. Aber ich kenne Menschen, die machen sich Riesensorgen. Ich kenne Menschen, die haben Angst, sich selber zu infizieren. Ich kenne Menschen, die haben sich infiziert. Die sind positiv getestet. Das ist nicht so leicht. Und was ist, wenn man mit denen dann enger in Kontakt kommt oder war? Wie geht es dann weiter? Das sind ja Fragen, die kommen. Was ist mit Menschen, die zu der Risikogruppe gehören? Eben ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Es gibt Grund, Angst zu haben. Was ist mit den Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, in den Arztpraxen? Ja. Du arbeitest in der Arztpraxis vielleicht, du arbeitest im Krankenhaus, du arbeitest mit Menschen. Jetzt, was machst du? Wie geht das weiter? Was machen die Eltern, die arbeiten? Jetzt sitzen die Kinder zu Hause, nicht nur einen Tag oder fünf, sondern fünf Wochen. Es gibt genügend Grund, Angst zu haben. In der Welt habt ihr Angst. Vielleicht trifft das gerade jetzt besonders zu. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, so sagt es Jesus. Also keine Angst und Panik, sondern vernünftig reagieren. Vernünftig reagieren. Auch nicht meinen, als Christen kann uns nichts passieren. Ja, dieses Unnüchterne. Wir haben das kürzlich gehört, auch hier in einer Predigt, dass Vernunft und Glaube überhaupt sich nicht ausschließt. Zusammen. Also wir wollen vernünftig reagieren und als wir am Freitagabend kurzfristig hier als Gnadenkirche, als Leitungskreis uns spontan zu einer Art Krisensitzung getroffen haben, haben wir überlegt und wir haben, denke ich, die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben vernünftig reagiert. Auch in Abwägung mit anderen, auch von unserem Bund, in Abwägung mit diesen Anordnungen, auch von der Landesregierung unseres Bundeslandes. Wir glauben, dass es ein besseres Zeugnis ist, Verantwortung zu übernehmen für die vielen Menschen, die hierher kommen, um zu sagen, momentan nicht, wie zu meinen, ja, ja, mit Jesus ist alles kein Problem. Zweitens, manche von uns, manche von euch, manche von Ihnen haben jetzt viel Zeit. Plötzlich haben sie Zeit, geschenkte Zeit. Gilt auch für die Kinder, ihr habt jetzt viel Zeit. Die Zeit ist jetzt nicht, jetzt kann ich noch mehr Computerspiele machen und so. Die Zeit heißt jetzt, jetzt kann ich richtig viel lernen zum Beispiel. Gut, ob das alle machen, bezweifle ich, aber wir können die Zeit jetzt nutzen. Wir können auch die Zeit nutzen, Dinge zu tun, zum Beispiel viel mehr Predigen uns anzuhören, wie jetzt. Ja, wir haben ja auch ganz viele im Internet stehen, Bibelpunkte anhören. Wir werden versuchen, wir schauen, ob es klappt, auch die ganzen Verkündigungselemente, auch der Bibelpunkt. Am Dienstag wäre ja Bibelpunkt zum Thema Nahtoderfahrung, sehr interessant. Wir werden versuchen, all diese Dinge über die Medien an euch weiterzugeben. Tolle Möglichkeit, nutzt das, nutzt diese Zeit.
Man kann auch, wenn man jetzt zu Hause sein muss, manche müssen zu Hause bleiben, aus verschiedenen Gründen, da kann man auch mal wirklich die Sachen jetzt mal putzen, die man schon längst putzen wollte. Mach's doch, nutzt das doch. Ja? Kürzlich sagte mir jemand, jetzt werde die ganzen handwerklichen Dinge angehen, die Tage, weil er einfach nicht rauskommt. Ja? Nutzen wir die Zeit. Zum Guten, gutes Buch lesen. Die Bibel mal wieder besser lesen. Jetzt haben wir die Zeit. Möchte jeden ermutigen. Ja? Nutze die Zeit jetzt. Und wenn es ein schönes Wetter ist, die nächsten Tage, so wie ich das sehe hier, Sonne, 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 da kann man auch mal, vielleicht nicht in einer großen Gruppe, aber alleine hier oder im Abstand, wir kennen ja die Anordnungen, spazieren gehen. Nutzen wir die Zeit. Ja? Es ist ja nicht so, dass alles verstrahlt ist. Ja? Es ist ja keine nukleare Katastrophe. Ja? Bitte Vorsicht von diesem Denken. Ja? Also nutzen wir die Zeit. Drittens, beten. Beten für Dinge und beten gegen Dinge. Ich möchte euch echt ermutigen, beten wir für Menschen, die betroffen sind. Ob das in Deutschland ist, ob es weltweit ist, ob es hier bei uns in unserem Umfeld ist, die sich infiziert haben. Beten wir für Menschen, die zu den Risikogruppen gehören. Alte Menschen, kranke Menschen, wer auch immer dazu gehört. Beten wir für die. Beten wir für die Pastoren und für die Pfarrer, für die Verkündiger, für Menschen, die in Verantwortung stehen vor und für ihre Kirchen. Beten wir für diese Leute. Beten wir für Menschen, die vielleicht jetzt gar nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie Schwierigkeiten haben, auch möglicherweise wirtschaftlicher Art. Beten wir für Menschen, die Unternehmen leiten, wo nicht klar ist, wie das weitergeht. Die Bundesregierung hat ja da unglaublich vieles mutig hier gesagt, das kriegen wir alles hin und wir hauen jetzt richtig raus, Milliarden stehen zur Verfügung und so. Beten wir einfach auch für die Obrigkeit. Meckern wir nicht für die falschen Entscheidungen möglicherweise, die waren oder so. Beten wir für weise Entscheidungen, für Menschen, die jetzt an den Schalthebeln unseres Landes stehen und die entscheiden können, wie es weitergeht. Und beten wir gegen diese Ausbreitung dieses Virus, beten wir gegen falsche Entscheidungen von irgendwoher, beten wir gegen Panikmacher, beten wir gegen Leute, die irgendwelche Verschwörungstheorien in die Welt setzen, als ob der Weltuntergang da ist. Jesus kommt noch nicht, sage ich ganz offen, ist noch nicht das Ende, auf keinen Fall. Also beten wir gegen diese komischen, toxischen Gedanken, die sich jetzt so verbreiten wollen. Beten wir für das Gute und gegen das Böse. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Beten wir gegen diese Ausbreitung und dass wirklich da irgendwo auch Gott mit seiner Kraft hineinkommt, dass Menschen echt geschützt sind. Wir wissen ja noch gar nicht, wie sich das entwickelt. In einer Woche, am nächsten Sonntag, wird es wieder hier eine Predigt geben. Mal gucken, wo wir dann stehen. Keiner weiß es ja. Ich weiß es auch nicht. Und wie sagen die Alten oft, so Gott will und wir leben, sage ich auch, so Gott will und wir leben, stehen wir wieder hier, hören eine Predigt und sind mal gespannt, was sich da getan hat. Also beten wir für diese Dinge und beten wir gegen die Dinge. Wir beten für das Gute, dass sich die Menschen recht entscheiden und so weiter. Wir beten gegen das Böse, gegen das Negative. Auch gegen die Krankheit darf man schon beten, darf man. Und das ist, was ich jedem wünsche, mir und dir und uns und ihnen, dass wir in diesem teilweise schon chaotischen Umfeld, was man so hört und liest, auch sieht aus anderen Ländern, Italien, jetzt Spanien und was auch immer. Und Dinge werden abgeriegelt, Ausgangssperren erteilt. Und kürzlich sagte mir jemand, vorgestern war das, das ist ja wie im Krieg. Da habe ich gesagt, also das finde ich jetzt übertrieben. Also Krieg ist aus meiner Sicht noch ein bisschen was anderes. Wir sind es halt nicht gewohnt. Wir kennen das halt nicht, oder? Eine gute Zeit, reiches Deutschland, alles toll. Und jetzt erleben wir mal sowas live mit als Christen. Ja? Und Gott ist der, der in der Not reichlich zu finden ist. Das verspricht er dir und das verspricht er mir, das verspricht er uns allen. Gott ist in der Not reichlich zu finden. Ist das nicht toll? Tolle Botschaft. Ja? In der Finsternis ist das Licht. Wir singen die Lieder hier immer im Gottesdienst, sonntageweis, immer wieder. Ja? Wo es darum geht, dass wir, egal was geschieht, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Jetzt können wir es beweisen. Ich möchte dich herausfordern. Lebe das jetzt. Zeig den Menschen, dass du diesen Frieden hast, den wir jeden Sonntag am Ende des Gottesdienstes hier als Segensspruch hören. Dieser übernatürliche Friede, der unsere Herzen regiert. Ja? Jetzt können wir es beweisen. Sind wir Friedensstifter in dieser Zeit oder sind wir Panikstifter? Ich möchte dich ermutigen, Gott zu erleben in dieser Zeit des Chaos. Hier noch ein Spruch. Denk drüber nach. Würde sich die Liebe Gottes in unserer Gesellschaft derart schnell verbreiten wie die Angst, welche gefüttert wird durch die Medien, wäre die Welt voller Frieden. Also steckt euch alle mit der Liebe Gottes an und verbreitet sie.
verbreitet sie die Liebe Gottes. Jetzt in dieser herausfordernden Zeit. Das Licht scheint umso heller, je dunkler es ist. Und momentan sehe ich doch viel Dunkelheit. Also von daher würde sich die Liebe Gottes in unserer Gesellschaft derart schnell verbreiten wie die Angst, welche gefüttert wird durch die Medien, wäre die Welt voller Frieden. Also steckt euch alle mit der Liebe Gottes an und verbreitet sie, die Liebe Gottes, die in Jesus Christus sichtbar wird. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich euch, das wünsche ich uns, und wir werden euch als Gemeinde, auch ihr als Gnadenkirche und alle Freunde und Gäste und die uns verfolgen, Medien und so weiter, auf dem Laufenden halten. Wir sind gespannt, was Gott tut. Wir glauben, dass wir in dieser Zeit Gott erleben werden. Wir gehen durch diese Zeit durch. Ich wünsche euch, wünsche uns gottesreichen Segen. Und ich bete jetzt noch und dann verabschiede ich mich aus der Gnadenkirche. Ich wünsche euch danach einen schönen Sonntag. Und danke dir, Herr Jesus, dass du hier bist, dass du jeden kennst, der diese Botschaft sieht und hört. Und du hast diese Welt gemacht. Alles ist durch dich und auf dich hingeschaffen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass diese Predigt, dieses verkündigte Wort, diese Gedanken über den unsichtbaren Feind, dass sie Menschenherzen erreicht. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir gehören nicht zu denen, die der Angst sich beugen, sondern wir beugen uns vor dem lebendigen Gott, vor dem König der Welt, vor dem, der gesagt hat, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und ich bete, dass jeder, der das jetzt hört und sieht, wirklich spürt, wie diese Kraft Gottes in ihm wirkt. Und dass wir diese Liebe Gottes verbreiten und diesen übernatürlichen Frieden in diesen Tagen, die so in dieser Form noch nie gegeben hat. Heiliger Geist, du gibst uns die Kraft dazu, du führst uns, du leitest uns in dem Namen Jesu. Zu deiner Ehre, Herr, und zum Bau deines Reiches. Amen. Einen schönen Sonntag, alles Gute, tschüss.